Damit machen wir weiter in der Tagesordnung und sind jetzt beim Tagesordnungspunkt 19 als nächstes. Und da haben wir Änderungsanträge. Einmal einen interfraktionellen und einmal einen SPD-Ergänzungsantrag. Die könnten jetzt eingebracht werden. Und in der Fraktionsrunde beginnt, ich glaube, die AfD ist jetzt, der AfD ist als nächstes dran. Also das wäre der weitere Abfolge. Interfraktioneller Antrag einbringen, tut das jemand? In der Fraktionsrunde. Dann SPD-Ergänzungsantrag in der Fraktionsrunde. Na, gehen wir mal in die Fraktionsrunde. Es beginnt AfD, Herr Radzinski, bitteschön. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer. Letztendlich behandelt diese Vorlage ja eigentlich dann nur die Sanierung des Brückenzugs C der Carola-Brücke. Damit verbunden mit dieser Sanierung ist auch eine Verbreiterung des sogenannten Roland-Kaiser-Balkons. Eine Sanierung, die dringend notwendig wird, da wir sonst langsam statische Probleme bekommen, kombiniert mit einer deutlichen Verbesserung für den Fuß- und Radverkehr. Im Ausschuss hatten wir dort eine ziemlich breite Mehrheit. Es gibt ein ziemlich eindeutiges, also einstimmiges Ausschussvotum. Und dennoch erleben wir es jetzt hier, dass einige Änderungsanträge, die jetzt erst später eingebracht werden, uns jetzt hier erreichen. Ich würde dem vielleicht schon mal etwas vorgreifen. Ich halte es nicht für den richtigen Moment, dass man jetzt auf Grundlage einer profanen Brückensanierung, die dringend notwendig ist, jetzt irgendwelche verkehrspolitischen Ideologiedebatten hier führt über Radwege und Spuren wegnehmen. Das ist, denke ich, nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Das sollte man, wenn überhaupt, an anderer Stelle tun. Die Brücke ist unsere Hauptverkehrsachse derzeit, die durch die Stadt geht. Es ist eine Bundesstraße und selbst in ihrer vierspurigen Planung ist sie eigentlich schon ziemlich gut ausgelastet. Es ist einfach nicht nachvollziehbar, dass man damit im Prinzip auch den Wirtschaftsverkehr der Stadt derart schaden will, indem man dort eine Fahrspur wegnimmt. Letztendlich müssen wir auch bedenken, dass es auch gewissermaßen eine Bruskierung unseres eigenen Baubürgermeisters ist, der sich ja ziemlich intensiv für den Radverkehr in Dresden einsetzt und man jetzt hier der Meinung ist, dass man da nochmal einen draufsetzen muss. Das ist für uns nicht nachvollziehbar. Letztendlich können wir natürlich den Ansatz grundsätzlich nachvollziehen, zu sagen, dass wir irgendwann mal den Verkehrsfluss, also diese Verkehrsschneise, die wir haben, St. Petersburger Straße, Carola-Brücke, dass wir die irgendwann mal auch zurückfahren müssen auf ein stadtverträgliches Maß. Dafür brauchen wir allerdings erstmal Alternativen. Solange wir eine Bundesstraße haben, die Hauptbundesstraße, die durch unsere Stadt geht oder die überhaupt unsere Stadt auch für den Fernverkehr benötigt, ist das einfach nicht machbar und nicht zielführend. Insofern, wir könnten uns durchaus vorstellen, dass irgendwann vielleicht mal die Carola-Brücke vielleicht nur noch zweispurig ist. Dazu müssen allerdings erst Alternativen geschaffen werden. Das ist bei der jetzigen Sanierung noch nicht der Fall. Vielleicht bei der nächsten dann, und so werden wir uns auch dementsprechend dann verhalten. Wir werden dem CDU-Antrag dann zustimmen, den SPD-Antrag natürlich ablehnen. Vielen Dank. Als nächstes Fraktion Die Linke wird das Wort gewünscht. Nein? SPD-Fraktion das Wort gewünscht. Bitte schön, Herr Engel. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, an sich handelt es sich hier ja um eine relativ unproblematische Sanierungsvorlage. Wir sanieren einen Teil unserer schönen Carola-Brücke, sichern damit, dass die Straßenbahn da weiter drüber fahren kann, sichern auch, dass tatsächlich auch mehr Platz entsteht, dass wir das, was wir auf der einen Brückenseite gemacht haben, jetzt auch auf der anderen Brückenseite machen. So weit, so gut auch. Von unserer Seite aus hätte man jetzt einfach diese Vorlage auch durchlaufen lassen können und die Verwaltung ihre Dinge tun lassen können, aber die CDU-Fraktion die interfraktionellen Antragsteller haben das ja jetzt hier anders aufgeworfen. Und da muss man sich natürlich dann inhaltlich auch mit beschäftigen und muss ein bisschen auch aufzeigen, was es so für verschiedene Optionen gibt. Und die beiden Stadtbezirksbeiräte Altstadt und Neustadt haben eine Option ins Spiel gebracht. So. Sie sagen, wir wollen
gerne Radverkehr auf dem Brückenzug B. Das ist eine Fragestellung, die hat die Verwaltung ja in der Begründung der Vorlage auch schon kurz angedeutet. Und das ist aus Sicht der SPD-Fraktion eine Fragestellung, der man sich auch widmen sollte, die man sich einfach mal anschauen sollte. Ich persönlich, ich weiß nicht, ob es funktioniert, ob es am Ende tragfähig ist, was eine Untersuchung ergibt. Aber ich würde gerne wissen, ob es geht. Und dafür brauchen wir aus meiner Sicht auch eine Untersuchung. Und wenn wir schon über das Thema jetzt hier diskutieren, sollte man es, glaube ich, inhaltlich auch noch ein bisschen unterfüttern. Wir haben in unserem Ergänzungsantrag nochmal beschrieben, um was es geht. Es geht zum einen darum, auch zu definieren, was sind denn mögliche Anpassungsbedarfe an den benachbarten Straßenknotenpunkten, also insbesondere Carola-Platz und Rathenau-Platz, aber eben auch darzustellen, was entstehen da möglicherweise auch für Kosten. Und natürlich auch zu betrachten, was machen wir denn parallel auch am Neustädter Markt. Da haben wir auch sehr, sehr starke Diskussionen darüber, wie wir den Straßenraum gestalten. Und natürlich steht das dann auch in einem Zusammenhang, weil der Autoverkehr, der über den Neustädter Markt fährt, der biegt zu einem guten Teil auch rechts auf die Carola-Brücke dann ab. Und das kann man ein Stück weit auch nicht aus dem Blick verlieren. Und all diese Untersuchungen sollte aus unserer Sicht die Verwaltung einfach mal darstellen, dem Bauausschuss vorstellen, dass man dann tatsächlich eine sachliche Diskussion auch darüber führen kann. Und dann können wir ja auch von mir aus zum Ergebnis kommen, es geht nicht, dann geht es halt nicht. Okay, aber dann haben wir zumindest mal den Prüfprozess auch gemacht. Und wir haben ja auch bei früheren Prüfprozessen, was die Leistungsfähigkeit anbelangt, immer wieder festgestellt, es kommt nicht primär auf die freie Strecke an, es kommt auf die Knotenpunkte an. Wenn wir Verkehrsleistungsfähigkeit beurteilen müssen, müssen wir uns vor allem die Knoten anschauen. Wie sind die Abbiegebeziehungen dort? Welche Kapazitäten stehen da zur Verfügung? Und dementsprechend ist es, glaube ich, ein bisschen unterkomplex, wenn man jetzt wie die CDU hier vorschlägt, einfach sagt, vierspurig muss so bleiben, ist uns egal, ob es vielleicht auch anders geht. Ich glaube, das ist verkürzt ein Stück weit die politische Debatte. Ich sehe ehrlicherweise auch durchaus Perspektiven, dass man das irgendwann anders gestalten kann. Wir haben immer wieder Diskussionen auch über den äußeren Stadtring West, der in Kotta ja noch eine Lücke hat. Ist sicherlich ein Projekt, was auch nicht unumstritten ist, aber so die Grundtendenz zu sagen, okay, wir wollen den Autoverkehr eben um das Zentrum herum lenken und nicht quer durch, die halte ich schon auch für sachgemäß. Wir würden an unserem Ergänzungsantrag noch eine Sache ändern, um ein Stück weit auch der Verwaltung noch ein bisschen mehr Spielraum zu geben, die ganze Sache auch wirklich umfassend zu betrachten, weil es ist ja schon ein etwas komplexeres Vorhaben. Wir würden ganz zum Schluss das Datum 31.12.2022 auf 30.06.2023 umändern. Da läuft dann auch schon zum Teil die Sanierung des Brückenzugs B, also sprich der Verkehr findet wieder nur einspurig statt, kann man sicherlich auch ein paar Erkenntnisse dann daraus sammeln, was das für die Leistungsfähigkeit insgesamt im Straßennetz auch bedeutet. Es würde mich freuen, wenn wir hier einfach ganz offen bei der Diskussion bleiben, uns das anschauen, sachlich bewerten und jetzt nicht irgendwelche Schnellschüsse wagen, die vielleicht am Ende sich als nicht haltbar herausstellen. Vielen Dank. Wird FDP das Wort gewünscht, Herr Zastrow? Ja, Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, unsere Skepsis, die wir im Bauausschuss hatten, war also berechtigt. Wir hatten eine Diskussion dazu im Bauausschuss, wo erzählt wurde, wie die Sanierung ablaufen wird. Und irgendwie hatten wir schon während der Diskussion als auch direkt danach ein ungutes Gefühl. Weil es am Ende, lieber Kollege Engel, eben nicht nur um die Sanierung geht, sondern weil es am Ende, genauso wie wir es bei vielen Vorhaben in den letzten Monaten und Jahren gesehen haben, doch darum geht, bestimmte verkehrspolitische Ziele umzusetzen. Und genau das, was Sie, lieber Stefan Engel, vorhin jetzt gerade gesagt haben, gibt uns so recht, dass wir von vornherein uns überlegt hatten, was machen wir eigentlich, wenn das doch zur Sprache kommt. Und deswegen ist das sehr wichtig, dass wir unseren Änderungsantrag als CDU, Freie Wähler und FDP gestellt haben, der nochmal ganz eindeutig sich zum Erhalt der Brücke mit der verkehrlichen Leistungsfähigkeit, die sie im Moment hat, also mit vier Spuren, bekennt. Und dieses Bekenntnis brauchen wir, weil unser Vertrauen in das, was die Verwaltung macht, einfach zu gering ist, meine Damen und Herren.
Wir wissen ja, wie das in Dresden läuft. Und es gibt viele andere Beispiele, ich sage mal Blasewitzer Straße, ich sage mal Augustusbrücke gerade eben, Marienbrücke. Vor allem sind es oft die Verkehrsverbindungen von der einen Elbseite auf die andere. Das funktioniert in Dresden häppchenweise. Man macht das nicht mehr wie früher, wo man so ein ganz großes Ziel hat und dann wird das diskutiert. Nein, man macht das im Rahmen von Sanierungsarbeiten und mit einmal verschwindet wieder eine Spur und wird es für den Individualverkehr wieder schwieriger. Meine Damen und Herren, das kann nicht so weitergehen. Man kann sicher vieles akzeptieren, aber ein paar wenige leistungsfähige Hauptverkehrsachsen braucht diese Stadt und die Carola-Brücke gehört nun mal dazu und dabei muss es auch bleiben, meine Damen und Herren. Und dass wir skeptisch sein müssen, sehen wir morgen. Morgen früh 9 Uhr, wenn sich wahrscheinlich viele hier aus diesem Raum zur Eröffnung der Augustusbrücke treffen. Was ist damals alles gesagt worden, weshalb dort der Autoverkehr runtergenommen wird? Wovon ist gesprochen worden? Ich werde es immer wieder machen. Eine Karlsbrücke für Dresden. Ich bin unheimlich gespannt, lieber Stefan Kühn, liebe Freunde von den Grünen, wenn ich morgen aus der Kirche heraustrete und wenn ich dann das erste Mal auf die sanierte Augustusbrücke schaue, ob ich dann dort so etwas Ähnliches wie die Karlsbrücke sehen werde. Ich vermute mal, ich bin gespannt, lieber Thomas Löser, ich vermute mal, das ist nicht der Fall. Denn Sie haben komplett das vergessen, weshalb wir eigentlich hier beschlossen haben, dass die Autos von der Brücke runter sollen. Das sollte eine Brücke für Kunst und Kultur werden. Das sollte Erlebnisqualität bringen. Die sollte touristisch viel attraktiver sein als bisher. Die sollte die Altstadt und die Neustadt verbinden. Und es sollte ein absoluter Mehrwert für Fußgänger sein. Und all das haben Sie nie geschafft. Ich kann Ihnen nur sagen, dass die Initiative aus der sanierten Augustusbrücke jetzt wirklich noch eine Karlsbrücke zu machen, nächste Woche in den Stadtrat eingebracht wird. Und da bin ich gespannt, wie Sie sich alle dafür verhalten. Und jetzt stimmen wir aber erstmal dem Änderungsantrag von CDU, Freien Wähler und FDP zu. Danke. Als nächste Fraktion die Dissidenten, Herr Dr. Schulte-Wissermann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream und der Aufzeichnung. Das, was wir heute haben, ist eine technische Vorlage. Aber das, was jetzt daraus wird, ist natürlich wieder die übliche Schlacht. Und deswegen möchte ich mal versuchen, das rein nüchtern darzustellen. Wir haben auf der Carola-Brücke 1, 2, 3, 4 Autospuren. Wir haben auf der einen Seite stromaufwärts jetzt eine neu gemachte, ich würde mal sagen, ausreichend breiten Geh- und Radweg. Da gehen auch nicht so viele Leute zu Fuß. Wir haben aber auf der stromabwärtigen Seite eine, ich würde mal sagen, miserable oder inakzeptable Situation für Fußgänger und für Radfahrer. Das ist der sogenannte Roland-Kaiser-Balkon. Dort ist es jetzt sehr eng und es wird ein Stückchen breiter, aber es wird halt eben nicht breit genug. Und nicht nur das, die Fahrradfahrer, wenn sie dann von der Albertstraße kommen, müssen relativ ungemütlich über die Schienen rüber, müssen dann sich wieder auf die Brücke einfädeln. Aber der größte Batzen oder der größte Hammer kommt dann auf der anderen Seite, wenn man an der Synagoge, wenn man geradeaus fährt, landet man im Nichts und man muss eine 90-Grad-Kurve machen, auf die Straßenbahn, die da immer kommt, achten und dann wieder eine 90-Grad-Kurve auf die Straße. Das ist nicht angenehm, das ist nicht gemütlich, das ist keine gute Qualität und das schreckt logischerweise den Radverkehr ab. Und deswegen ist es auch sehr gut. Ich dachte, ich müsste jetzt hier Stadtbezirksbeirats Altstadt zur Beschlussfassung stellen, aber die SPD hat dankenswerterweise das noch in viel schöneren Worten aufgeschrieben, eine Prüfung zu machen. Eine Prüfung, wenn man jetzt sozusagen Sportlerin ist oder Wissenschaftler oder einfach mal, sage ich mal, ehrlich zu sich selber, dann bedeutet eine Prüfung, wir gucken, was passiert. So, es ist keine Vorentscheidung, es ist einfach eine Prüfung, wie sind die Sachen eigentlich? Und dagegen kann doch eigentlich niemand was haben, zu prüfen, ob, wenn wir von der einen Ampel startend bis zu der anderen Ampel über die Brücke
eine oder vielleicht wird es ja dann eine Dreiviertel oder eine halbe, wie auch immer, Autospur dem Radverkehr geben. So, das heißt ja nicht geben, sondern der Radverkehr hat ein Recht darauf, eine schöne Verbindung dort zu haben. Und der Radverkehr, das vergessen viele immer, der hat auch ein Wegenetz. Und ein Wegenetz ist wie ein Fischnetz. Wenn das Löcher hat, dann ist das schlecht. In dem Radnetz ist es so, ich fahre bis zu einem gewissen Punkt und dann soll ich was machen. Dann soll ich mich in Luft auflösen oder ich soll irgendwie schieben oder ich soll fliegen oder was weiß ich was. Und irgendwann geht es wieder weiter. Wenn ich so eine Netzlücke habe, dann schreckt das ganz viele Leute davon ab, umzusteigen auf das Fahrrad. Und wenn Menschen Fahrrad fahren, zu Fuß gehen ist vielleicht sogar noch ein bisschen effizienter, so vom Stadtraum gedacht, aber dann ist es die effizienteste Form. FDP müsste doch eigentlich im Selbstverständnis mit Effizienz irgendwas anfangen können. Dann ist das die effizienteste Form, die billigste Form, die preiswerteste Form, die umweltverträglichste Form der Mobilität überhaupt. Noch effizienter und umweltbewusster als ÖPNV und definitiv umweltbewusster, platzsparender als das Auto. Und deswegen sollten wir das prüfen als ein Teil der sogenannten Angebotsplanung für den Radverkehr. Und vielleicht klappt es ja, vielleicht klappt es nicht. Das werden wir dann nach der Prüfung sehen. Am Ende möchte ich noch auf eine Sache hinweisen. Herr Zasso, Ihre Rede habe ich mindestens schon einmal gehört, wenn nicht sogar schon zwei oder dreimal. Natürlich, was Sie halt scheibchenweise sagen, wir können ja nicht in einem Jahr das ganze Straßennetz umbauen. Also es liegt eigentlich in der Natur der Stadtentwicklung, der Verkehrsentwicklung, dass zuerst hier was kommt, da was kommt, da was kommt. Aber jedes Mal, es ist auch eigentlich schon lustig, jedes Mal, wenn irgendwo eine Veränderung im Verkehr ist, dann ist das Geschrei riesengroß. Ja, Herr Zasso hat jetzt auch über die Augustusbrücke gar nichts über den Verkehr gesagt, sondern nur über die Karlsbrücke. Da hat er ja zum Teil sogar recht. Aber hatten wir in den letzten zweieinhalb Jahren irgendwie einen absoluten Zusammenbruch des Kfz-Verkehrs an der Stelle? Nein, der Verkehr hat sich neu geordnet. Albertstraße, was wurde geredet? Ein Stau und das ist unfassbar und das ist eine Gängelung. Was ist passiert? Gibt es Demonstrationen? Sind die Leute aufgebracht? Gibt es Leserbriefe? Nein, das funktioniert da alles reibungslos. Warum? Zwei Sekunden, eine Sekunde, weil die Knotenpunkte so geblieben sind, wie sie sind. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns das prüfen, stimmen Sie dem SPD-Antrag zu und dann sehen wir uns hier in anderthalb Jahren mit schönen, ja, von der Verwaltung aufgearbeiteten Ergebnissen. Dankeschön. Wird Freie Wähler das Wort gewünscht? Bitte schön, Herr Tschin. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren hier im Haus und zu Hause, wenn wir dem Antrag der SPD, der hier als Ergänzungsantrag gestellt ist, zustimmen und der Intention folgen, dann ist die Sanierung des Brückenzuges C hinfällig. Denn wenn wir eine Verlagerung des Radverkehrs haben, dann brauchen wir diesen Brückenzug nicht mehr sanieren, denn dann haben wir einen ausreichend breiten Fußweg. Wir sind aber der Meinung, dass eine Verbreiterung des Rad- und Fußweges es auf jeden Fall ermöglicht, dass dieser Weg dann von Radfahrern und Fußgängern gemeinsam genutzt wird und dass die Vierspurigkeit und damit der schnelle Verkehrsfluss innerhalb dieses kleinen Stücks des Stadtrings erhalten bleibt. Die Kosten für diese Maßnahme betragen 4,7 Millionen Euro. Und wir müssen uns ganz genau überlegen, ob wir diese 4,7 Millionen Euro ausgeben, um für Fußgänger und Radfahrer einen akzeptableren Übergang zu schaffen, oder ob wir entscheiden, dass wir die Radfahrer dann nach wenigen Monaten oder Jahren oder vielleicht schon gleich nach der Baumaßnahme sofort, ohne vorher in irgendeiner Art und Weise sie nochmal zurückzuleiten, auf dem mittleren Brückenzug lassen. Das ist die Entscheidung, die wir fällen müssen. Sanieren wir diese Brücke, Brückenzug C, verbreitern sie für 4,7 Millionen Euro oder lassen wir das? Denn, sehr geehrter Herr Engel, das haben Sie wahrscheinlich in der Begründung des Antrages der Stadtverwaltung überlesen, da steht nämlich drin, von dieser Maßnahme losgelöst,
Prüft die Verwaltung gegenwärtig, welche Auswirkungen sich im Straßennetz bei einer dauerhaften Verlagerung des Radverkehrs auf den Brückenzug B unter den Entfall eines Fahrstreifens für den MIV ergeben? Also ein großer Teil von dem, was Sie wollen, wird eh schon gemacht. Die politische Intention, die aber hinter Ihrem Antrag steht, nämlich das Bekenntnis zu einer dreispurigen Befahrbarkeit der Carola-Brücke, dem können wir nicht folgen. Wir sind für eine vierspurige Befahrbarkeit. Vielen Dank. Als nächstes die CDU-Fraktion, Herr Böhm. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, Dresden und seine Brücken, immer wieder ein tolles Thema. Kollege Zastrow hat schon vieles gesagt, Kollegen Nitsche muss ich leider etwas korrigieren. Die Brücke, den Brückenzug müssen wir in jedem Fall sanieren, was natürlich diskutabel wäre, wenn man dem Ansinnen, was da in der Begründung steht, folgen würde, dass man sich den Mehraufwand schenken könnte für die Verbreiterung des Fuß- und Radweges. Das ist sicherlich ein Thema. Aber man muss natürlich auch mal mit ein paar Punkten, die ja angesprochen worden sind, aufräumen. Mein lieber Martin Schulte, wisse mal. Auf der einen Seite wird gesagt, auf der Stadt Richtung Stadtauswärtigen, also Richtung Neustadt, schon sanierten Seite, hätte man jetzt eine komfortable Fuß- und Radwegelösung von der Breite her. Genauso breit wird die auf der anderen Seite sein. Also warum ist dort die Lösung für Radfahrer und Fußgänger schlecht? Ich muss ganz ehrlich sagen, beim Thema Roland-Kaiser-Balkon, ich glaube nicht, dass wir für die wenigen Veranstaltungen im Jahr dort oben eine zusätzliche Besuchertribüne für Lau machen sollten. Ich glaube nicht, dass das Roland Kaiser und den Veranstaltungen gefällt, wenn wir es da oben, jetzt rede ich, Herr Lichti. Ich glaube, das gefällt auch dem Veranstalter nicht, wenn die Leute für Lau dazugucken und die 3-4 Veranstaltungen, also das kann nicht unser Ansinnen sein. Ja, und das Thema Kreuzen der Straßenbahn. Ja, es gibt an vielen Stellen Probleme, wo Fußgänger, Radfahrer, Autofahrer und sich an Verkehrsführungen halten müssen. Die sind mal kommoder, mal weniger kommod. So ist das halt. Ich finde die Lösung, auf dem Brückenzug fern des Verkehrs zu fahren, das ist nämlich auch ein Thema, fern des Autoverkehrs zu fahren, sehr sinnvoll und sehr gut. Und vielleicht noch mal zum Thema Verkehrsmengen. Ja, in den letzten 2,5 Jahren war durch, das kann man glückliche oder unglückliche Fügung sagen, war deutlich weniger Verkehr. Aber woran hängt es denn? Es hängt daran, dass uns diese unsägliche Corona-Geschichte und viel Homeoffice dazu geführt hat, dass insgesamt der Verkehr in Dresden derzeit weniger ist, weil halt viele Leute einfach zu Hause sind und zu Hause arbeiten. Das ist einfach ein Faktum, das muss man sehen. Insoweit denke ich, ist es wichtig, genau wie Holger Zastrow gesagt hat, dass gerade diese Brücke als leistungsfähiger Eckquerung vierspurig erhalten bleibt. Und wir wollen, dass sich der Stadtrat dazu bekennt. Denn wir dürfen eins nicht vergessen, wir haben für Radfahrer schon eine Möglichkeit gefunden, jetzt sicher zu queren und gut über die Augustusbrücke. Und dort haben wir jetzt schon Verkehr weggenommen und irgendwo muss er ja lang fließen. Also bitte schließen Sie sich unserer kleinen Ergänzung an, weil ansonsten ist die Vorlage von der Verwaltung problemlos zu beschließen. Danke. Bündnis 90 Die Grünen, Frau Krause, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Interessierte draußen im Livestream. Es ist schon viel gesagt worden, aber unter anderem, um auch zu demonstrieren, dass diesem Stadtrat auch Frauen angehören, habe ich mich dazu entschlossen, nochmal das Wort zu ergreifen.
aber ich möchte doch der Debatte auch noch einige Aspekte hinzufügen. Es ist bereits ausgeführt worden, dass es hier um eine Bauvorlage geht, dass die Brücke sanierungsbedürftig ist und dass wir dafür jetzt die Hand heben. Das Problem ist ja, dass sehr breite Verkehrsanlagen eben auch hohe Kosten aufwerfen in der Unterhaltung und dass wir aktuell hier nicht auf Landesmittel zurückgreifen können. Das heißt, wir finanzieren hier in dem Fall auch aus Eigenmitteln der Stadt. Das ist ein großer Kraftakt für uns, aber das ist eine wichtige Investition in unsere Infrastruktur, unabhängig davon, ob man sie mit 2, 4 oder vielen Rädern befährt, wie es die Straßenbahn tut. Ich möchte auch noch mal darauf eingehen, Thema Radverkehr ist mir natürlich sehr nah am Herzen, das wissen Sie alle. Die Carola-Brücke würde eine sehr sinnvolle Lückenschließung ergeben, wenn sich die Radverkehrsführung in die Mitte verlagern würde, das heißt vom Albertplatz im Prinzip bis zur Universität gäbe es dann eine logische Radverkehrsführung, die es jetzt leider im Moment nicht gibt. Und lieber Veit Böhm, man kann über die Brücke ganz normal drüber fahren, das ist schon korrekt, aber der Teufel liegt natürlich im Detail. An der Synagoge ist es so eng, dass man eigentlich dort auch untermaßig unterwegs ist. Das heißt, die Anordnung dort ist eigentlich wirklich nur mit Zähneknirschen zu ertragen und das rechtwinklige Überfahren der Gleise ist zwar nicht unsicher, aber doch sehr unkomfortabel. Auf der anderen Seite am Carolaplatz ist es, glaube ich, auch tatsächlich unsicher, beziehungsweise die Leute, die dort fahren sollen oder wollen, fühlen sich unsicher. Und das ist jetzt genau der Knackpunkt. Wir wollen als Stadt natürlich Verkehrsanlagen anbieten, die für alle Personen sicher sind und die auch angenommen werden. Wenn eine Verkehrsanlage so aussieht, dass ich mich nur mit Helm und Knieschonern und mit Warnweste darauf traue, dann ist es einfach nicht für jedermann und für jede Frau und für jedes Kind nutzbar. Insofern habe ich natürlich vor allem Sympathien für den Ergänzungsantrag von Kollegen Engel, der auch dem Votum unseres Stadtbezirksbeirats entspricht, das auch dort übrigens mit Stimmen der CDU getroffen wurde. Wenn jetzt allerdings der andere interfraktionelle Änderungsantrag eine Mehrheit findet, dann werde ich auch nicht traurig sein, denn was begehren Sie? Sie wollen, dass die vierspurige Befahrbarkeit der Brücke erhalten bleibt. Das wird der Fall sein, egal ob als Radspur oder als Kfz-Spur. Vielen Dank. So, dann sind wir erstmal durch die Fraktionsrunde durch und als weitere Wortmeldung Herr Wirtz. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Stadträtin, liebe Stadträte, normalerweise habe ich mich gar nicht zu Wort gemeldet. Das ist eine Bauvorlage. Es wird die notwendige Sanierung weitergeführt an der Carola-Brücke. Es gibt Korrosionsschäden, es gibt im Prinzip Betonschäden. Es wird mit innovativem Carbonbeton der Fußweg verbreitert. Ich denke mal, unabhängig von der Frage, wo einmal der Radverkehr langgeführt wird, ist der Fußweg schon relativ schmal und wenn dort die Straßenbahn lang donnert, fühle ich mich auch dort sehr unwohl. Insofern ist eigentlich das günstig, wenn sowieso eine Verbreiterung so wie geplant vorgenommen wird und die auch technisch möglich ist. Damit wird die Brücke technisch voll ausgereizt. Dazu wäre eigentlich nicht viel zu sagen. Und jetzt ist die Frage der Fahrspuren aufgemacht worden. Und ich hatte den gleichen Gedanken wie Frau Krause. Im Prinzip können hier wechselseitig alle Fraktionen diesen Anträgen zustimmen, weil so wie er formuliert ist, ist der Antrag von CDU und FDP Freie Wähler, ja, wir bekennen uns zur Vierspurigkeit, aber der Antrag lässt vollkommen offen, wie diese Spuren eigentlich genutzt werden. Das ist ja die Frage, die auch der Stadtbezirksbeirat Altstadt aufgerufen hat. Ich werde auch aus Ihrer Sicht einem grünen Bürgermeister dann nicht so viel Freitext geben. Also ob das dann hier Autospuren sind, ob das Fahrradspuren sind, ob das Handwagenspuren sind, geht aus diesem Antrag einfach nicht hervor. Er ist einfach so geschrieben, ja, Vierspurigkeit. Und die andere Seite kann eigentlich auch dem SPD-Antrag zustimmen, weil der SPD-Antrag nichts weiter tut, als das, was in der Situation vernünftig ist, nämlich eine verkehrstechnische Untersuchung, gerade auch in der Wechselwirkung der schon geplanten Veränderungen am Neustädter Markt und Köpke Straße, Große Meißner Straße zu prüfen. Weil wenn es in der Tat so ist, und das kann zurzeit niemand sagen, weil uns eben diese Fakten dazu fehlen, dass auf die Zweispurigkeit im Kfz-Verkehr auf der Carola-Brücke Richtung Altstadt nicht verzichtet werden kann,
dann wird genau diese verkehrstechnische Untersuchung, die hier beantragt wird, genau zu diesem Ergebnis führen. Sie wird genau zu dem Ergebnis führen, dass es eigentlich verkehrstechnisch nicht tragbar ist, eine Spur wegzunehmen. Es gibt Rückstauerscheinungen Richtung Albertplatz oder Richtung Neustädter Markt, die nicht verkraftbar sind, vielleicht auch in die Wiegardstraße rein. Insofern wäre das Problem geklärt. Und auf der anderen Seite ist es so, dass es auch durchaus vernünftig ist, im Prinzip Anpassungsbedarfe zu klären und Kosten darzustellen, weil auch das ein Grund sein kann, zu sagen, ja, das ist die ganze Geschichte nicht wert. Insofern ist die Position der Fahrspuren hier gar nicht tangiert. Die Untersuchung ist vollkommen ergebnisoffen und würde im Prinzip allen ein verwertbares Ergebnis geben. Es kommt noch dazu, dass in unseren Konzepten diese Maßnahme nicht enthalten ist. Wir haben bisher nur Maßnahmen umgesetzt, die auch in den entsprechenden Verkehrsentwicklungsplänen enthalten sind. Wir schreiben gerade einen neuen. Und ob dann so eine Maßnahme eben getroffen wird, ist eben dann Gegenstand von Mehrheitsfindung im Stadtrat. Und insofern ist das eigentlich, was die SPD beantragt, hier durchaus vernünftig. Wir werden dem auch zustimmen. Herr Sastro hat ein wichtiges Stichwort hier in den Raum geworfen, die scheibchenweise Veränderung. Und das ist ja auch das, was viele stört. Die Salamitaktik, mit der Radverkehrsanlagen gebaut werden, ist unbefriedigend, nachdem jahrzehntelang für den motorisierten Individualverkehr ganze Lastkraftwagen mit Würsten verteilt worden sind und nicht nur Salamischeiben. Ja, Sie haben im Prinzip 4 Fahrspuren in der Waldschlösschenbrücke bekommen, Sie haben eine verbreiterte Albertbrücke bekommen, die Marienbrücke ist saniert worden und Carola-Brücke, gut, wird nun im Prinzip vom Stadtbezirksbeirat eine Spur mal zur Disposition gestellt und dann soll man dem auch nachgehen, das mal untersuchen und zu schauen, was die Verkehrsbelegung hergibt. Insofern denke ich mal, können wir hier getrost heute abstimmen und es bricht hier niemanden Zacken aus der Krone und es braucht keine Panik gemacht werden, dass hier demnächst das Verkehrschaos ausbricht. Vielen Dank. Als nächste Wortmeldung Herr Engel, dann Herr Böhm. Ich mache es ganz kurz von hier, tatsächlich in Bezug auf den Redebeitrag von Herrn Zastrow. Ich mache Ihnen tatsächlich ein Angebot, Herr Zastrow. Wir ziehen unseren Änderungsantrag zurück und Sie Ihren. Wir beschließen einfach die Vorlage in Ihrer Originalfassung. Hätte ich überhaupt kein Problem mit, können wir machen, dann führen wir diese Debatte hier einfach nicht. Wäre super, können wir gerne tun, aber ja, machen Sie es. Herr Böhm. Es gibt ja nun Leute, die wollen das Angebot hier annehmen, aber ich glaube, wir sollten trotzdem unseren Antrag zur Abstimmung stellen. Kollege Würz, vielen Dank nochmal für den Hinweis. Ich würde nochmal hier, damit das auch wirklich sicher ist, hinter Befahrbarkeit der Brücke nochmal für den MIV bitte nochmal ergänzen fürs Protokoll, damit das auch wirklich sicher ist. Und Liebe Kollegin Krause, wir haben gerade noch mal miteinander gesprochen hier unter Radfahrern. Es ist jetzt schon nie korrekt, sich hier hinzustellen und zu sagen, am Carolaplatz gäbe es Gefahr für Radfahrer und Leib und Leben beim Überqueren der Schienen. Dort ist eine Ampel. Also wenn Sie eine Ampellösung für Fußgänger und Radfahrer nicht mehr für sicher halten, sorry. So, gibt es noch weiteren Redebedarf? Das sehe ich nicht, dann binde ich mal schnell den Sack zu. Und wir kommen zur Abstimmung. Da habe ich zwei Ergänzungsanträge vorliegen. Zunächst den interfraktionellen, dann auch den von der SPD. Bei beiden gibt es kleine Korrekturen. Dem interfraktionellen ist nochmal klargestellt für den MIV eingefügt. Nach der Brücke und den stelle ich jetzt zur Abstimmung. Wer diese Ergänzung mittragen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung?
34-34 und keine Enthaltung, hat damit keine Mehrheit bekommen. Und jetzt kommen wir zu dem Ergänzungsantrag der SPD. Da ist wohlgemerkt zu beachten, dass das Datum vom Einreicher geändert worden ist in der letzten Zeile auf den 30.06.23. Wer diesem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung. 34 Ja, 33 Nein, eine Enthaltung damit angenommen. Dann kommen wir zur finalen Abstimmung. Wer dem so ergänzt zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltungen. Aber ja stimmen. Für die Nein, die Ja stimmen. Im rechten Block. Auf dem hier, diese Seite gab es Ja-Stimmen. Dann bitte noch mal hoch zum Zählen. Nein, ja, also ja. Nur noch hier drüben, weil das nicht gezählt wurde. Ja-Stimmen. Nein hatten wir und Enthaltung hatten wir. Okay. Ist auf jeden Fall eindeutig. 42 Ja-Stimmen, 22 Nein-Stimmen, keine Enthaltung. Damit wäre das so angenommen. Damit sind wir nach 22 Uhr und ich beende damit die heutige Stadtratssitzung, wünsche einen guten Nachhauseweg und bedanke mich.